Jo, hallo Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Tipps und Tricks Serie und diesmal geht es um meine heißgeliebten, meine Funkstrecken des Rode Wireless Go und da möchte ich euch vielleicht einen Trick dazu sagen. Manche haben sie schon lange in Verwendung, manche haben sie sehr schnell gekauft und ich habe jetzt da schon ein Jahr in Verwendung und habe damit eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Es kennt mein Ton. Ich hoffe, der ist immer noch okay, weil ich habe heute ein Richtmikrofon drauf. Das Rode Richtmikro ist jetzt im Augenblick drauf und das auch im Augenblick O-Draht. Nein, wie soll ich denn sonst das machen? Nein, aber was ich euch eigentlich sagen wollte, es gibt ja diesen Windbuschel da drauf. Manchen wird das vielleicht schon aufgefallen sein, okay, wenn man das anbiegt, weil ich habe das meistens am Hut, das wisst ihr eh, dass ich da einen relativ guten Ton habe, dann kann ich mich hier dran, wo ich will, weil das ist mir besonders viel wert, weil normalerweise hat man das Ansteckmikro da, was man auch anstecken kann, dann drehst du dort hin, das Mikro ist da, der Ton wird anders halt. Ja, wenn ich mir um 150 Euro so ein Ansteckmikro kaufe, wird das nicht auffallen, aber mit einem 0815 funktioniert das nicht. Darum habe ich das seitdem auf meinem Bunny drauf. Ich drehe mich hin, wo ich will und habe immer einen gleichbleibenden Ton. Ja, aber das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist dieser Windbuschel da drauf. Dieser verliert man wirklich sehr leicht. Und zwar, wenn ihr es vielleicht seht, dann werdet ihr es bemerken, ich habe da zwei Gummiringel drüber. Und zwar, diese Windbuschel halten wirklich nicht viel. Die sind da nur gesteckt mittels den weißen Steckverschluss, was immer das ist. Ja, und wenn ihr da ein bisschen drüber fahrt, dann kann da euch passieren, dass das herunten ist. Und genau das will ich eigentlich nicht. Und daher habe ich eigentlich meine gesichert mit zwei Gummiringeln. Ja, ganz einfach. Einfacher Trick. Ich habe da so schwarze zufällig gefunden. Schaut natürlich besser aus. Jetzt nehmt euch da ein paar Büscheln Haar, die zwickt es mit ein. Dreht es da um und um. Und genauso mache ich es auf der anderen Seite. Na komm, Vorführeffekt jetzt. Gummiringel ist gescheiter wie ich. So. Zwickt die da ein. Weiß nicht, ob man das schön sehen kann. Zwickt die Haar ein und somit hängt es da super drauf. Da kann nicht mehr viel passieren und das kennt ihr meine Videos. Der Ton ist ja eigentlich nicht so schlecht, hoffe ich zumindest. Ja, das ist natürlich der Empfänger dazu. Mit dem Kabel funktioniert auch alles tadellos, gibt es überhaupt nichts. Ich habe noch keine Probleme gehabt damit. Manche erzählen, wenn man da ein Mikro ansteckt, ein zusätzliches, wenn man das oft an- und aussteckt, kann sein, dass das nicht mehr funktioniert und das interne Mikrofon nicht funktioniert. Kann ich nicht bestätigen, verwende ich auch nicht, weil ich lasse eigentlich immer das interne und der Ton ist für mich perfekt. Ich brauche da nicht extra ein Ansteckmikro, da müsst ihr es verstecken und so. Das nächste Vorteil, was an dieser Position da oben ist, ich kann von meiner Kamera sicher 20, 25 Meter entfernt sein, und ich habe immer noch keine Tonaussetzer. Wer sicher meine Videos schon gesehen hat, ich bin oft weiter weg und es ist immer noch kein Tonaussetzer. Würde ich das wahrscheinlich da jetzt irgendwo drin auf der Seite oder bei den Taschen haben mit einem externen Mikro noch und schirm mit meinem Körper, meine ist ja besonders zart, und schirm mit meinem Körper natürlich nach hinten, wenn die Kamera hinter mir steht, das auch so richtige Funkstrecken, also so ein starkes Signal hat das natürlich nicht. Und wenn ich eigentlich immer in Sichtkontakt noch dazu bin, kann ich locker 50, 60, 70 Meter weggehen. Solange sie das sehen, sehen am Empfänger, habe ich kein Problem. Das wisst ihr, ich habe meinen Empfänger, also den Empfänger rechts neben der Kamera montiert. Bügel davon blende ich auch noch mal kurz ein. Und somit sehen sie die immer. Und wenn ich jetzt wirklich einmal umdreht bin und in die andere Richtung gehe, passiert 25, 30 Meter gar nichts. Mein Kopf schirmt nicht so viel an, dass die Wellen nicht trotzdem noch vorbeikommen. Nein, nicht diese
die Surfwelle, sondern die WLAN-Welle oder was immer das ist. So ein Techniker bin ich wieder auch nicht. Aber ja, das wollte ich euch noch sagen. Und dann gibt es vielleicht noch eine Kleinigkeit, was vielleicht gar nicht so viel wissen. Man kann da bei den Empfängern, ich mache euch ein Foto davon. Man kann da dieses Lichtl auch dran, dass das nicht immer leicht. Es habt da so eine kleine Sonne drinnen und wenn die Sonne voll ist, dann leicht es dauernd. Und wenn die Sonne nur so ein Halbgras ist, wie gesagt, ich zeige euch das auf einem Bügel, dann sieht man das schöner. Dann schaltet sich das Licht davon aus. Das heißt, es verbraucht nicht so viel Strom damit. Und ich muss gestehen, ich bin mit meinen sicher schon, also 5 Stunden ist damit überhaupt kein Problem. Sicher nicht einmal das kleinste Problem damit. Bin ich überhaupt schon ans Limit gekommen? Ich glaube einmal, aber da habe ich es vergessen zum Laden. Das war bei einer Übernachtung bei der Donau im Tipi. Aber ehrlich gesagt, da habe ich es vergessen zum Laden. Jetzt, da komme ich heim, steck's an, laden sie mir, ist wurscht, wie voll die sind. Die werden einfach gelandet und beim nächsten Mal sind sie pipifeinst voll. Also wie gesagt, 5 Stunden waren bis jetzt kein Problem. Kommt natürlich auch immer weit drauf an, wie weit bin ich entfernt. Aber ich sage einmal, wenn ich jetzt eh schon mit 20 Meter von der Kamera entfernt bin, viel weiter, das macht ja eh keinen Sinn. Da sieht mir eh kein Schwanz mehr. Was will ich da viel sagen? Ja, es schaut geil aus, wenn man wo vorbeigeht, aber da rede ich ja sowieso meistens nicht in die Kamera. Aber ja, wie gesagt, das zu meiner kleinen Tipps und Tricks Serie zu den Rode Wireless Go. Wer das so haben wie mit denen, also das ist wirklich pipifeinst, ich habe das noch nie verloren, es sind da zwei so Büscheln dabei, so Windbüscheln, das ist immer noch der erste und ich habe damit kein Problem. Gut, in diesem Sinne, wer das nachbauen will, wer das System hat, kein Problem. Ich habe es da oben, es hört den Ton, also jetzt nicht, aber in den anderen Videos, der ist für mich perfekt, das muss nicht viel besser sein, das ist eigentlich für mich perfekt und in dem Sinn wünsche ich euch noch was. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen und man sieht sich. Ciao, Freunde.